Hallo und herzlich willkommen bei UbiTestet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute mit mir vor der Kamera fast schon eine neue Tradition, könnte man sagen, denn letztes Jahr hatte ich euch den VW Passat Alltrack kurz vor Weihnachten vorgestellt und jetzt steht sein kleiner Bruder hier mit mir vor der Kamera, der VW Golf Alltrack. Den möchte ich mir mit und für euch anschauen, was wir vorhaben. Wir gehen gemeinsam auf unsere Verbrauchsrunde hier, denn wir fahren wie immer 50% Überland, 40% Autobahn, hier Tempomat 140 womöglich und 10% ist der Stadtverkehranteil. Da wollen wir herausfinden, was das 2 Liter Turbo-Diesel-Aggregat hier in unserem Fall unter der Haube zu leisten imstande ist unter Alltagsbedingungen. Natürlich haben wir ein Allrad, natürlich haben wir auch jede Menge Platz. Was das Ganze kostet, wie er sich fährt und wie er vielleicht gegenüber seinem Bruder aus dem Konzern, dem Skoda Octavia Scout, sich fährt, das wollen wir natürlich ebenfalls herausfinden. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dieses jetzt tut, dem Ganzen ein Like gebt, aber vor allem auch unten in der Kommentarbox euren Kommentar schreibt, damit wir am Ende von diesem Video auch miteinander diskutieren können. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit mir, dem Ubi und dem VW Golf Alltrack. Bereits optisch ist die Offroad-Variante Alltrack sofort erkennbar am Golf-Variant mit den schwarz unlackierten Kunststoffanbauteilen rund um die Radhäuser, die Seitenschweller oder im Front- und Heckstoßfänger. Wir haben da auch noch angedeutete Unterfahrschutzelemente drinnen. Zusätzlich auch eine Besonderheit, die nur der Alltrack trägt, das sind die LED-Scheinwerfer der GTI-Modelle. Und das macht natürlich schon mal ein optisches Highlight, soll aber vielleicht auch so ein bisschen darauf hindeuten, dass wir eben hier auch die stärkste Motorvariante unter der Haube haben. Dazu aber gleich mehr. Bei den Abmessungen mit 4,64 Meter Länge, 1,80 Meter Breite ohne Außenspiegel und 1,51 Meter Höhe ist der Golf 8 Variant Alltrack auf alle Fälle in der Dimension gewachsen. Besonders aber der Radstand ist natürlich ordentlich angestiegen und entspricht jetzt der verlängerten Variante, die auch der Skoda Octavia und der Seat Leon nutzen. Somit bietet der Golf 8 Variant nun ähnliche Platzverhältnisse wie der bis dato immer Klassenprimus genannte Octavia. Wenn wir da einmal die Kofferraumklappe hier in unserem Fall elektrisch öffnen, dann gibt er einen gut nutzbaren Laderaum frei, der ein Volumen von 611 Litern im Standardbereich und maximal 1642 Liter bereithält, wenn wir denn die Rückensitzlehne im Verhältnis 1/3, 2/3 umlegen. Wir haben auch eine Mitteldurchreiche optional. Natürlich gibt es auch ein Gepäckraum-Trennnetz. Im Fond sitzt es sich dann unheimlich bequem. Ich habe viel Kniefreiheit, ordentlich Kopffreiheit. Die Sitze sind toll ausgeformt, angenehm straff gepolstert. Eine Mittelarmlehne gibt es, sowie genügend Staumöglichkeiten für Smartphone, Tablet oder ähnliches. Stromversorgung mit 2 USB-C-Anschlüssen ebenso gut sichergestellt wie Belüftung, denn wir haben hier die 3-Zonen-Klimaautomatik im Fond auch mit Temperatureinstellung verbaut. Vorne sitzt es sich dann ebenfalls äußerst bequem auf serienmäßigen Komfortsitzen, die manuell einstellbar sind. Eine Schenkelauflage gibt es hier nicht ausziehbar, aber die ist ausreichend lang. Eine Lordosenstütze gibt es hier in unserem Falle eine manuelle. Und hinter dem vielfach einstellbaren Lederlenkrad findet auch jeder schnell eine wirklich gute und langstreckentaugliche Sitzposition.
Unter der Motorhaube arbeitet im VW Golf Alltrack ein 2,0 Liter TDI Motor. Der leistet hier 147 kW bzw. 200 PS nach alter Währung, hat 400 Newtonmeter maximales Drehmoment, beschleunigt den gut 1,6 Tonnen schweren Alltrack in 7,1 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und bei 229 Stundenkilometern ist dann Schluss. Serienmäßig natürlich gekoppelt an das bekannte 7-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe. Beim Fahrwerk, das ist um 15 mm hier höher gelegt gegenüber den normalen Variant-Versionen, fährt es sich unheimlich bequem. Wir haben aber auch hier das dynamische Chassis-Control verbaut, also adaptive Dämpfer. Die sorgen dafür, dass wir auch wirklich richtig schönen Fahrkomfort haben. Selbst auf schlechtem Untergrund wird alles sauber glatt gebügelt. Aber es gibt noch eine gute Rückmeldung von der Straße. Wir können auch durchaus mal dynamischere Strecken unter die 18 Zoll Reichmetallräder hier oder unter die 18 Zoll Räder hier nehmen. Und die Bremsanlage ist gut, der Druckpunkt ein bisschen weich oder ein bisschen leichtgängig. Das könnte die besser sein in meinen Augen. Auch besonders gut die Geräuschdämmung hier im Innenraum. Alles ist wunderbar weggekapselt von Antriebs- oder Windgeräuschen. Der Golf macht hier seinem Allround-Talent alle Ehre und als Alltrack auch mit einem richtig guten Reisekomfort. Besonders toll natürlich auch die erhöhte Anhängezuglast hier von 2 Tonnen im Maximum bzw. eine Stützlast bei der ausklappbaren Anhängerkupplung von 80 Kilo. Und da geht dann auch schon ordentlich was mit, wenn man denn eben die Bedürfnisse für erhöhte Zuglasten hat. Ja, die Sonne lacht und ich ebenfalls, denn ich durfte 14 Tage hier mit dem VW Golf Alltrack verbringen und die haben mir echt viel Spaß gemacht. Starkes Dieseltriebwerk, viel Platz im Fond und im Kofferraum, eine hohe Zuglast für Freizeit oder Hobby. Der Allradantrieb sorgt auch gerade bei so schlechten Witterungsverhältnissen stets dafür, dass die Kraft auch auf die Straße gebracht wird. Wirklich ein echt guter Allrounder, dieser Alltrack, muss man sagen. 41.000 Euro kostet er in der Basis, Testwagenpreis 52.121 Euro. Viel Geld auf alle Fälle, aber wenn man es vergleicht, liegt er gar nicht mal so weit vom Octavia Scout entfernt. Mehr natürlich vielleicht ein paar bessere Details bietet, wie Schlafpaket oder ähnliches, gerade für Familien. Dennoch ist der Alltrack ein echt gutes Angebot. Und den sollte man sich auch anschauen. Schade nur, dass es ihn eben nur mit dem 200 PS TDI gibt. Kunden, die auf den Allradantrieb verzichten wollen oder aber eben Benziner wollen, die müssen zum Skoda greifen. Beim VW gibt es eben nur diese Antriebsvariante. Was er verbraucht hat? Ja, 5,6 Liter war der Testverbrauch, 5,4 Liter der Bordcomputerwert und 4,7 Liter der NEFZ-Wert, den das Werk angibt. Mit dem 55 Liter Kraftstofftank haben wir dann einen Aktionsradius von knapp 1000 Kilometern. Finde ich richtig gut. Sorgt auch dafür, dass man einfach entspannt mal auf Langstrecken gehen kann. Ja, ich finde, der Diesel passt immer noch gut in unsere aktuelle Welt, denn CO2-Reduktion ist das Stichwort und ein Diesel reduziert die CO2-Emissionen doch ganz gut und ist eben noch für jedermann gut nutzbar. Was bei der E-Mobilität auf alle Fälle nicht so der Fall ist, doch das ist immer natürlich zweischneidig zu sehen. Ich persönlich bin der Meinung, es fehlt einfach noch an flächendeckender Infrastruktur für jedermann und zu jedem Lebensumstand. Und solange das noch nicht gegeben ist, ist das hier in meinen Augen immer noch eine gute Übergangslösung. Jetzt aber dürft ihr mir eure Meinung unten in die Kommentarbox schreiben, wenn euch das Ganze gefallen hat. Vergesst den Abo-Knopf nicht zu drücken und ein Like dem Ganzen zu geben. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.